Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und ich heiße euch herzlich willkommen zum Teil 22 von Fails, Trivial Pursuit und der römische Gott des Krieges. Und heute geht es um ein riesen Fail, und zwar um mein Fail, das mich lange Zeit, über ein Jahr lang, wirklich verfolgt hat. Wir sind drei Pärchen und entschließen uns an einem Abend Trivial Pursuit zu spielen. Was ich da sehr gerne mache, ist Frauen gegen Männer, weil Frauen und Männer immer so ein sehr eigenes Wissen haben, also gerade gewisse Kategorien ist das sehr oder mehr nischenhaft, und es ist dann ganz lustig, wenn ich Fragen stelle, alle so sagen, ja, ist ja absolut klar, und die anderen keine Ahnung haben. Man muss sagen, die Frauen waren meist vorne. Wir spielten also 3 gegen 3, 3 Jungs gegen 3 Frauen. So, und dann kommt es zu einer entscheidenden Frage. Und die Frauen stellen uns die Frage, ein Mädel, wie heißt der römische Gott des Krieges, was gleichzeitig eine Disney-Figur ist? Also der Name ist gleichzeitig eine Disney-Figur. Und ich dachte mir echt so, damn it, ja, das muss die Frage jetzt wirklich sein. Ich liebe die griechischen Götter. Ja, ich habe mich wirklich lange damit beschäftigt. Irgendwo hier in meinem Regal ist auch das Buch von, wo haben wir es denn? Michael Köhlmeier, das große Sagenbuch des klassischen Altertums, was ich 4 oder 5 Mal, glaube ich, gelesen habe, auch als Hörbuch habe. Also ich habe das wirklich gemocht, auch in der Schule gemocht, und auch in einem meiner Bücher kommt da sehr viel über diese Götter vor. Die römischen Götter hingegen haben mich nie wirklich interessiert. Warum? Rom hat es folgendermaßen gemacht. Und ihr müsst euch vorstellen, während ich am Spieltisch sitze, überlege ich mir das alles. Die Römer haben Folgendes gemacht. Sie haben gesagt, hey, ihr könnt, also um diese Zeit damals, als das Römische Reich so groß war, ihr könnt in unserem Land, in unserer Stadt glauben, in Rom glauben, was ihr wollt, ja, aber es gibt eine übergeordnete Staatsreligion, man kann es auch Staatsmythologie nennen, damit sie einfach alle Probleme wegschießen, wo Leute eben religiös gegeneinander gehen. Die haben das Reich ständig erweitert, ständig sind neue Leute von anderen Ländern dazugekommen, und da gibt es natürlich gerade bei Religion Probleme. Die haben gesagt, hey, dürft ihr das ausüben, aber es gibt eine übergeordnete Religion und der unterwerft ihr euch, sonst kriegt ihr Probleme, und sonst da unten braucht ihr nicht eure Religion verbreiten, es gibt ohnehin eine höhere, aber sonst könnt ihr tun lassen, was ihr wollt. So, jetzt mal schnell so eine römische Mythologie zu schreiben, ist verdammt schwierig. Ja, das machst du mal nicht über Nacht, sondern das ist eben richtig, richtig gigantisch. Und dann dachten sie, wow, die Griechen waren da relativ clever und detailreich. Wir nehmen einfach die ganze griechische Mythologie, benennen die Götter und das Ganze mit neuen Namen, schreiben die Geschichten marginal um und dann sagen wir, das ist unsere. Okay, toll. Damit habe ich mich wirklich sehr, sehr wenig beschäftigt im Verhältnis. Ja. Dann dachte ich, da könntest du nicht nach dem griechischen Gott fragen, da hätte ich jetzt nicht so schlechte Chancen. Aber was zur Hölle mache ich denn mit den römischen Göttern? Aber okay, die Frage kann sich erschließen. Also es ist ganz klar, es ist der Gott des Krieges, der hat Namen, und eine Disney-Figur, die muss denselben Namen haben. Jetzt ist das wohl nicht so schwer. Was haben die Römer getan? Sie haben die Planeten benannt, ja. Wir waren auf der lieben Erde und die haben gesagt, okay, wir haben jetzt unsere Götter, die wichtigsten Götter, denen ordnen Planeten zu. Ja? Da sagt man zum Beispiel, Zeus ist Jupiter, Poseidon ist Neptun, jeder wird wissen, dass Poseidon und Neptun, okay, der Gott des Meeres ist relativ nah, oder Aphrodite ist Venus, ja, Venus von Milo, Venus hat man Zugang zu etwas Hübschem, das ist halt die Fraulichkeit, und das gleiche ist Aphrodite. Dann dachte ich mir, na gut, bei so viel Kriegen, die die Römer geführt haben, die Hauptgötter sind natürlich Zeus, Hades und Poseidon, ja, das sind die drei Urgötter, dann noch Hera daneben, okay, weil die Frau Zeus war, ja, ey, den Kriegsgott werden die schon irgendwo drinnen gehabt haben, ja, bei den Kriegen, was die führen, ist ja unmöglich. Jetzt dachte ich mir immer, das ist Mars. Ja, ich dachte mir aus irgendeinem Grund immer, Mars ist der Kriegsgott. Ich wusste aber nicht, ob ich mir dachte, naja, weil das der rote Planet ist, ist schon logisch, dass das der Kriegsplanet ist, oder ob ich diese Information wirklich irgendwo her hatte. Ich habe es ihm wirklich geglaubt, ja. Also ich konnte da nicht so ganz runter, dachte mir, okay, aber ich kenne jetzt keine Disney-Figur, die Mars heißt.
Naja, gut, dann. Welche Disney-Figuren gibt's noch? Pluto. Ja? Dann kann es nur mehr Pluto sein, ja? Wir hatten damals 8 Planeten, einige fallen weg. Na, was soll's denn sonst sein? Der Hund mit den Schlappohren, Pluto, und dann ist das der Gott des Krieges. Kann ja nur so sein. So. Ich merke, okay, meine Leute nebenbei, die anderen zwei Jungs haben überhaupt keine Ahnung. Die diskutieren so ein bisschen und sagen, nee, wir wissen es einfach nicht. Also sie hatten auch keinen Ansatz oder irgendwas. Und ich denk's und sag irgendwann so, hä, Pluto? Und sie sehen mich beide so an, so, ja, nett, und reden weiter. Ich denke mir, hä? Ich meine, sie haben keine Ahnung und reagieren gar nicht auf mich. Und ich sage nochmal, Pluto. Und sie so, ja, ist schon gut, alles klar. Als hätte ich irgendwelche Buchstaben vollkommen frei aus der Luft gegriffen, zusammengesetzt und irgendetwas gesagt. Und sie diskutieren weiter, dass sie keinen Punkt hätten, wie sie das jetzt klären sollen. Ich denke mir, nein, dann such eine Disney-Figur oder irgendwas und versuch zu argumentieren. Ja? Meine Argumentation war erschlagend. Ja? Ich sage, okay, die Römer haben die Götter von den Griechen übernommen. Die haben die Planeten nach ihren Göttern benannt. Ja? Die haben ganz viele Kriege geführt. Da wird ja wohl einer dabei sein. Ja? Da wird wohl der Hauptplanet dabei sein. Jetzt müssen wir das ja nur mehr mit einer Disney-Figur vergleichen. Das kann ja nicht so schwierig sein. Also, in meinem Kopf habe ich so argumentiert. Wortwörtlich war so, naja, die Römer haben die Planeten benannt nach den Göttern. Und dann der Hund. Was dazu führt, für mich war das alles absolut klar. Und trotzdem so verstörend, weil ich irgendwie dachte, hey, Pluto, okay, ich hätte nie auf Pluto getippt. Das wusste ich einfach nicht, dass das Pluto ist. Ja? Und ey, die haben mich wieder vollkommen ignoriert, ja? Ich dachte mir so, hä, warum? Und dann plötzlich sagen die, also man merkte schon noch, ein Mädel wurde immer aufgeregt und aufgeregt, die Frage vorgelesen hat. Die wurde immer nervös und meinte irgendwann, naja, so jetzt, lasst das, hört's doch mal zu. Aber das hat die zwei noch mehr verstört und ich konnte es irgendwann auch nicht mehr deuten. Es war wirklich richtig, richtig seltsam, ja. Und dann sagen sie, na, dann geben wir halt keine Antwort, wir wissen es nicht. Und ich denke mir, so, hä? Also, bevor ihr meine Antwort Pluto gebt, die ich ja zumindest argumentativ irgendwie stützen kann, gebt ihr keine Antwort. Und ich in dem Moment habe ich resigniert. Und das würde ich normalerweise nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich in dem Moment resigniert habe. Ich dachte mir einfach, okay, gut, dann ist es so. Ich gebe mich hier geschlagen. Nein, ich argumentiere nicht weiter. Mimimi, kleines Regengesicht, ist mir jetzt vollkommen egal. Ja, dann geben wir halt keine Antwort. Okay. Und der eine sagt, ja, die Antwort ist Pluto. Beide Jungs sehen mich vollkommen überrascht an. Ja? Dann sagt der eine, naja, die Erde ist doch kein Gott. Also, nee, die haben die anderen Planeten danach benannt. Die Erde ist schon Erde. Und sag mir jetzt nicht, okay, Pluto ist kein Planet mehr, weil das wussten sie damals um Christus herum noch nicht. Damals gab es die Erde, die hieß schon so, und 8 andere Planeten. Und nach denen haben sie die Planeten haben sich nach den Göttern benannt. Die Götter waren zuerst da und dann haben sie gesagt, so, der Planet heißt so. Also der Name. Und das war ja dann wohl logisch. Plötzlich sagt der zweite, der Hund mit den Schlabberohren. Und ich sagte irgendwie nur der Hund, der von Disney. Und ich dachte, Spinne, ja. Dann hatte der eine nicht am Schirm, dass die das nachbenannt haben und der andere hatte Disney nicht am Schirm, diese Disney-Figur. Und ich bin so davon ausgegangen, die haben beide studiert und ich war mir einfach so klar, dass sie wissen, dass diese Planeten nach den Göttern benannt wurden. Was man nicht wissen muss, ja? Das hätte ich auch mal in Frage stellen können. Wir haben 100.000 andere Informationen, die ich nicht habe. Ich war mir so sicher, dass das jeder weiß, dass ich einfach nur so, ja, Planeten mit Götter benannt, so. Also, nach den Göttern benannt, so. Ja, so ungefähr spastisch habe ich das gesagt. Und für mich war das absolut klar. Und auch diesen Hund zu beschreiben. Auf die Idee wäre ich nie gekommen, den genauer zu beschreiben.
Und dennoch, was muss passieren, damit die zwei überhaupt nicht regieren? Sie hatten keine eigenen Argumente. Sie wussten das mit der Planetenbenennung nicht und dachten nicht an den Hund. Also hatten sie überhaupt nichts. Wie können die überhaupt gar nicht auf mich reagieren? Und lieber keine Antwort nennen. Okay, gut, das Spiel geht weiter und der Abend ist vorbei. Zeit vergeht und ich denke mir immer wieder, so, das gibt's doch nicht. Wie kann denn das sein, als würde ich sonst sowas nicht argumentieren, wie kann denn das sein, wenn wir so lange über etwas reden, wo ich so viele Informationen drüber habe, dass ich das nicht durchbringe und dass sie überhaupt nicht auf mich reagieren. Was ist denn da falsch gelaufen? Ja? Und ein Jahr später dachte ich mir irgendwann so, hey, Pluto für den Arsch, oder? Und sieh nach, und wie lautet der Gott des Krieges, wie heißt er? Mars! Ich dachte mir, ich zerreiße gleich die Welt! Ich dachte mir, ich spinne! Jetzt habe ich irgendwie doch gewusst, dass Mars der Gott des Krieges ist, der römische. Und das hat in mir so einen Konflikt irgendwie raufbeschwört, dass ich nichts mehr argumentieren kann. Ich habe offensichtlich vollkommen ziel- und planlos herumgeredet und selbst dieses Pluto habe ich so diffus gesagt, dass die überhaupt keine Antwort mehr geben wollten, bevor sie sich weiter mit dem Chaos auseinandersetzen, das ich versuche von mir zu geben, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass das Pluto ist, weil das ist ja auch einer der wichtigsten Götter und zwar Hades, ja, weil das ist ja einer der drei Hauptgötter. Und dann war einfach diese Frage falsch gestellt, beziehungsweise hatte die keine Antwort und es gibt kein Mars Disney, das war es nicht. Oh, das hat mich fertig gemacht, ja. Und es ist, glaube ich, schon etwas, wo man dran lernen kann, wenn man so einen inneren Konflikt hat, dass man plötzlich ganz anders auf seine Mitmenschen wirkt, man argumentiert total bescheuert. Ich tue mir jetzt schon wieder schwer, wenn ich das Ding vortrage, weil dieses Mars-Jupiter in mir so einen Konflikt auslöst. Ich liebe griechische Mythologie, ja, wirklich, und ich habe mich da ganz viel beschäftigt. Ich fand das so toll und das hat mich absolut gebrochen. Dann hatte ich die richtige Antwort, dann wurde die nicht angenommen und dann hätte ich es noch besser gewusst. Shame on me, ey. Und hätte ich das normal erklärt, hätten die sofort gesagt, ja, okay, ja, passt, oder? Also, das hat mich ein Jahr lang beschäftigt und wirklich fertig gemacht. Hey, wenn ihr auch solche Beispiele kennt oder wenn ihr andere Triple-Person-Fehler wisst, einfach ab in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.